habt hier nichts zu fürchten. Ich fühle, wie eine Art Energie davon ausgeht. Hi. Schneeelf? Ich bin Ritter Paladin Gelebor. Willkommen im großen Dom von Auriel. Auriel, Alkosch, Akatosch. So viele verschiedene Namen für den Souverän der Schneeelfen. Okay. Ich bevorzuge Schneeelfen. Der Name Falmer ist für die meisten Reisenden negativ vorbelastet. Ach, ehrlich? Die verderbten Kreaturen, die ihr Falmer nennt, nenne ich die Betrogenen. Natürlich. Ihr seid wegen Auriels Bogen hier. Warum auch sonst? Ich kann euch dabei helfen, es zu bekommen. Aber zuerst brauche ich eure Hilfe. Ihr müsst Erzvikar Virtur töten. Meinen Bruder. Ah. Zwischen ihm und mir gibt es keine gemeinsame Bande mehr. Ich verstehe nicht, was aus ihm geworden ist. Aber er ist nicht länger der Bruder, den ich kannte. Es waren die Betrogenen. Sie haben etwas mit ihm gemacht. Ich weiß einfach, sie fegten ohne Vorwarnung. Der Dom, sie veranstalteten ein Gemetz. Er lebt noch. Aber irgendetwas stimmt. Die Wegschritte und ein Angriff auf die Betrogenen, die das... Ja, lasst es mich euch zeigen. Dann mach hin, los. Troll geht mir auf den Sack. Schlimm. Unglaublich. Bei diesem Bauwerk handelt es sich um einen Wegschrein. Als der Dom noch ein Ort der Erleuchtung war, dienten diese Schreine der Meditation und Beförderung. Die Prälaten dieser Schreine hatten die Aufgabe, unseren Initiaten die Mantren von Auriel zu lehren. Was bedeutet das Becken in der Mitte? Nach Abschluss seiner Mantren musste der Initiat einen zeremoniellen Wasserkrug in das Becken in der Mitte des Wegschreins tauchen und dann zum nächsten Wegschrein weiterziehen. Die Erbauer mussten also einen schweren Wasserkrug herumschleppen. Wunderbar. Und wie lange mussten sie das tun? Nun, nachdem ein Initiat die Erleuchtung erlangt hatte, brachte er den Wasserkrug ins Allerheiligste des Doms. Nachdem der Initiat den Inhalt des Kruges dann in das heilige Becken des Allerheiligsten gegossen hatte, erhielt er eine persönliche Audienz beim Erzkurator. Und all das nur, um es wegzuschütten? Das macht in meinen Augen keinen Sinn. Es ist symbolisch. Ich erwarte nicht, dass ihr das versteht. So, nochmal zum Mitschreiben. Wir müssen den ganzen Blödsinn tun, damit wir in den Tempel gelangen, wo wir dann euren Bruder töten und Auriels Bogen für uns beanspruchen können? Mhm. Ich weiß, wie sich das alles anhören muss. Aber wenn es einen anderen Weg gäbe, hätte ich diesen schon vor langer Zeit beschritten. Der einzige Weg, zu meinem Bruder zu gelangen, ja, das habe ich jetzt ist, verstanden. Den Fußstapfen der Initiaten zu folgen und wie sie von Wegschrein zu reisen. Der erste befindet sich am Ende der Schwarzfallpassage. Einer Höhle, die den Mangel an Erleuchtung symbolisiert. Es gibt insgesamt 5 Schreine, die über den gesamten... Höhlen? Oh, keineswegs. Der Dom umfasst mehr als nur ein paar Höhlen, wie ihr schon bald entdecken werdet. Ich kann euch jedoch nicht ohne den Wasserkrug des Initiaten losschicken. Wenn ihr einen... Er wird euch gestatten, dass dies ist... Ansonsten kann ich euch wohl nur noch eine sichere Reise wünschen. Okay, danke. Fragen? Dachte Nö. Ich mir schon. Schwarzwaldpassage. Juhu. Die Schwarzwaldpassage. Es war nicht so unangenehm, wie ich es erwartet hatte. Aber irgendwie wohltuend. Ich fühle mich jetzt etwas wärmer an. Mhm. Guck mal, was jetzt hier erwartet. Hallo. Ich hasse die Viecher. Das wird euch eine Lehre sein. Das wird euch eine Lehre sein.
Dann ist er halt weg. Und da kam er noch, jo. Hm. Ja, Pierre ist richtig. Also diese Viecher, habe ich schon mal gesagt. Das hat mir geschafft. Ja, schreckt mich doch nicht so. Mit deinen Kreaturen. Das wird euch eine Lehre sein. Die schleppt dann jetzt natürlich so viel mit, das kann nicht sein. Wer ist das? Das hätten wir geschafft. Wo sind wir gekommen? Das wird euch eine Lehre sein. Manchmal, ich sag, dass ich diese Kacke hasse, diese Viecher. Hier ist nichts. Alter, kommt. Auch nicht. Woher seid ihr gekommen? Ja, ihr macht das schon. Mit euch. Hier geht's nicht weiter. Noch einmal. Boah, die Betrogenen.
Lichtblüte, okay. Das habe ich auch noch nicht gesehen, eine Lichtblüte. Hier ist nichts. Das muss ein riesiger Käfer gewesen sein. Aha. Wusste ich, dass ich etwas gehört habe. Aha. Muss ich hier lang? Hier durch? Rüber? Weg? Da lang. Lichtblüten, ne? Nehmen wir mal mit. Nimmt man auch immer mehr neue Sachen hier. Noch mehr. Woher seid ihr gekommen? Es würde zu eng werden. Ja, komm weiter. Der Lust hier weiter zu. Gar nicht, dass sie Zaubertränke haben. Ja, klar. Noch einer. Weiter ist hier nichts. Ja, auf diese Kackviecher wieder zu benehmen hier. Eine Leiche.
Züge und Fallen. Was immer sich auf der anderen Seite befindet. Woher seid ihr gekommen? Das hätten wir geschafft. Talsäbelzahntiger, okay. Boah, Junge. Giftblüte, okay. Giftblüte, Lichtblüte, was haben wir hier noch? Hunger. Genau solche Dinge wollte ich immer schon sehen. So etwas macht alle Anstrengungen vergessen. Lass ihn laufen. Ja, guter Jäger. Aber hier. Ein Talreh. Okay. Talreh nehmen wir mit. Warum sind doch Giftblüten? Ich weiß zwar nicht, wofür ich sie brauche, aber nehmen sie erstmal mit. Unter Wasser scheint nichts zu sein. Ja, ich bin doch schon da. Hi. Willkommen. Dann empfangt Auriels Geschenk, mein Kind. Möge es euren Weg erhellen, während ihr Ruhe im Allerheiligsten sucht. Hey, mach auf da. Vergessenes Tal. Okay. Wo sind wir? Ah, vergessenes Tal. Ja. Warum gibt es einen unten und einen oben? Woher seid ihr gekommen? Okay. Zeigt euch. Wir sind im vergessenen Tal. Schön. Besucht mich auch auf Instagram und Twitch. Die Links findet ihr in der Beschreibung.